Herren, der auch einen riesen Rucksack bedeutet an Schulden, der uns umgehängt wurde noch aus jener Zeit, wo Sie maßgeblich Verantwortung getragen haben in diesem Land. Und das sind 160 Milliarden Euro immerhin noch an Verbindlichkeiten, die diese Regierung mit sich herumzuschleppen hat und die den Spielraum natürlich immer enger macht. Aber im Grunde genommen, Herr Kollege Chapp, hätten Sie ja da den Ansprechpartner gehabt in der Person des Herrn Faymann. Den hätten Sie eigentlich müssen diesen makroökonomischen Vortrag halten. Denn er ist zuständig gewesen für die verfehlte Politik innerhalb der ÖAG, vor allem der verstaatlichten Unternehmen und staatsnahen Unternehmen in den letzten beiden Jahren. Ich sage ja gar nicht, dass er die falschen Entscheidungen getroffen hat. Das sage ich gar nicht. Sondern er hat keine Entscheidungen getroffen. Und das ist ja das Fatale, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ein Unternehmen und mehrere Unternehmen, Post, Auer, Telekom, ÖAG und Asfinag, in eine Situation zu entlassen, wo man zwei Jahre hindurch aufgrund fehlender Einigkeit unter den Regierungspartnern keine Entscheidung trifft, diese Unternehmen alleine lässt und ihnen nicht vorgibt, was will der Eigentümer der Republik mit diesen Unternehmen, was hat er vor mit diesen Unternehmen, vor allem was hat er vor mit diesen kostbaren, wertvollen Arbeitsplätzen in diesen Unternehmen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich kann mir vorstellen, kann mir gut vorstellen, was im Kopf des Bundeskanzler AD Dr. Wolfgang Schüssel so abgelaufen ist. Ja? Wenn ich mir in Erinnerung rufe, wie Österreich im Jahr 2005 dagestanden ist. Und da war die Schlagzeile jene im Spiegel: Österreich vom Trittbrettfahrer zum autonomen Erfolgsmodell. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Österreich ist heute weiter davon entfernt denn je. Denn das, was diese Bundesregierung, und die findet ja leider Gottes ihre unlegitime Fortsetzung in den nächsten Jahren, was diese Bundesregierung hier verabsäumt hat, das kommt in erster Linie aufgrund dieser Ignoranz, dem Steuerzahler teuer zu stehen, weil er die Arbeitslosen zu versorgen hat in Zukunft und weil die Unternehmen zu sanieren sind in Zukunft. Das heißt, auf der Strecke bleiben die Interessen der Steuerzahler, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und diese Politik der Verzweiflung, Herr Kollege Faymann, die haben Sie zu verantworten, in der Asfinag und in der ÖPP. Schauen Sie sich doch an, was Sie dort gemacht haben. Sie haben die Manager auf die Straße geschickt mit teuren Abfertigungen. Sie haben den Herrn Huber noch einen Beratervertrag gegeben, ohne uns jemals zu sagen, worin diese Beratung besteht. Das haben Sie bis heute noch nicht gesagt. Sie haben in keinster Weise auf die Fragen geantwortet, die wir an Sie stellen, denn dieser Herr Huber kassiert heute 300.000 Euro pro Jahr für eine Beratung, die keiner braucht, die keiner nachfragt, die keiner kennt. Das ist ein Bestandteil einer Abfertigung für einen Menschen, den Sie in die Wüste geschickt haben. Und das ist keine Verantwortung für einen verantwortungsvollen Umgang mit Steuermitteln, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und bei der Post. Wissen Sie, von einem Postminister verlange ich, dass er die Direktiven vorgibt, dass er die Richtung vorgibt, dass er der Post sagt, ihr seid ein wichtiges Dienstleistungsunternehmen. Immerhin mit 1300 Postdienststellen in Österreich bis weit verzweigt in die Täler der Republik hinein. Das sind 1300 Chancen, um Geschäftsfelder zu eröffnen, um vor allem auch Arbeitsplätze zu erhalten, um den ländlichen Raum aufrechtzuerhalten. Aber das kann doch nicht die Ansage eines Postministers zu sein, dass man sagt, wir schließen jetzt 1000 Filialen und 9000 Mitarbeiter setzen wir frei. Das ist keine Perspektive, Herr Faymann. Die Perspektive muss die sein, dass Sie sagen, meine Damen und Herren, es ist eine schwierige Zeit, in der wir gehen. Die nächsten beiden Jahre werden nicht einfach für die österreichische Wirtschaft. Da hat der Staat eine Vorbildfunktion einzunehmen. Da hat der Staat auch im Sinne der Beschäftigungswirksamkeit Maßnahmen zu setzen. Da hat der Staat dafür zu sorgen, dass wichtige Bereiche in der Infrastruktur ausgebaut gehören, damit die Wirtschaft dort in diesen ländlichen Bereichen auch entsprechend ein Umfeld vorfindet, wo sie prosperieren kann. Und der falsche Weg, ist auch jener, den Sie bei der Telekom einschlagen, indem Sie dort sagen, Mitarbeiter, die wir nicht brauchen, die im Beamtenstatus sind, die geben wir in eine ausgegliederte Beamtengesellschaft unter das Dach der ÖAG. Das kann doch nicht der Ernst sein, vor allem in Anbetracht
der Situation, dass wir in Österreich noch immer rückständig sind in der Breitbandbereitstellung. Wir haben in Österreich das schlecht verzweigteste Netz der Breitbandverkabelung, der Glasfaserverkabelung. Das verlangt die Wirtschaft in Zukunft, um wettbewerbsfähig zu bleiben im internationalen Konkurrenzkampf. Das wäre Ihre Perspektive, Ihr Auftrag, Herr Bundesminister Faymann. Dafür zu sorgen, dass Menschen nicht passiv gestellt werden, so wie das im Wortlaut heißt, sondern dass Menschen aktiv dafür arbeiten und eingesetzt werden, dass wir in Österreich ein Datennetz haben, das die Wirtschaft braucht, die Wirtschaft weiterentwickelt und Arbeitsplätze sichert, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und der größte Sündenfall Auer. Der größte Sündenfall Auer, wo Sie seit 2 Jahren es verabsäumt haben, die Entscheidung zu treffen, dass die Auer einen strategischen Partner braucht. Wir wissen das seit 2 Jahren. Es gibt eine Studie, die schon zitiert wurde, die Roland-Berger-Studie, wo klar zum Ausdruck kommt, dass die Auer allein nicht überlebensfähig ist. Da geht es um die fliegende Identität Österreichs. Und wie Sie mit diesen Markenunternehmen umgegangen sind, ist grob fahrlässig, Herr Bundesminister. Sie haben vor allem auch im Privatisierungsbereich die Privatisierungskommission hinters Licht geführt. Sie wissen, dass sich die Bedingungen, die Verhandlungsbedingungen ständig verändert haben, dass beispielsweise Air France KLM niemals die Möglichkeit hatte, ein ordentliches Angebot zu stellen, weil sie jedes Mal die Lufthansa bevorteilt haben und die Air France wird ja hinsichtlich Vergaberecht, Wettbewerbsrecht und Gleichbehandlungsrecht eine Klage einreichen bei der Europäischen Union und dafür sorgen, dass dieses Vergabeverfahren, wie Sie es hier von sich aus geduldet haben, auch entsprechend gerückt wird. Aber das kennzeichnet nur die unprofessionelle, unsaubere und vor allem zum Schaden der Steuerzahler geduldete Politik in Österreich, meine sehr geehrten Damen und Herren. Daher glaube ich, dass es entscheidend ist, weniger der Inszenierung zu dienen, was diese Bundesregierung in den letzten beiden Jahren vorgezeigt hat, sondern mehr der Verantwortung gegenüber den Steuerzahlern in unserer Republik. Denn in einer Zeit, wo alle den Gürtel enger schnallen müssen, wäre es wichtig, Einsparungen zu treffen, wäre es wichtig, Steuerentlastungen zu machen, wäre es wichtig, Konjunkturmaßnahmen zu setzen, die bei den Menschen und in der Wirtschaft, in der mittelständischen Wirtschaft auch ankommt. Das wäre die richtige Maßnahme für Österreich in Anbetracht der schwierigen Situation. Sagt der neue Clubchef des BZÖ, Josef Bucher, und die neue Clubchefin der Grünen, Eva.